Die Escolab AG, einer der weltweit führenden Hersteller von Medizinprodukten und Medizintechnik. In der sogenannten Benchmark-Fabrik, dem Werk für Implantate in Tuttlingen, sind 320 Mitarbeiter mit der Herstellung von 6000 Artikeln in hoher Variantenvielfalt in insgesamt 30 Arbeitsfolgen beschäftigt. Ein enormes Produktionspensum, für dessen erfolgreiche Bewerkstelligung sich die Escolab AG, das erfahrene Beratungsunternehmen Dr. Schönheit und Partner Consulting, als Unterstützung geholt hat. Escolab hat hier in der Benchmark-Fabrik für alle Werke von Escolab bereits ein sehr erfolgreiches Produktionswerk vorzuweisen. Aber Escolab hat gemerkt, dass eine Stagnation in der Produktivität und insbesondere auch in der Termintreue vorhanden war. Die Materialbestände liefen hier über, also einige Maschinen laufen leer, heißt das, und andere haben nicht genügend Kapazität für das Aufkommen. Und genau da sind wir zusammengekommen und haben versucht, dieses zu lösen. Sehen und einfach machen. Ein Prinzip, das komplexe Fertigungs- und Montageprozesse nachhaltig verbessert, indem es Logistik für alle Beteiligten sichtbar macht. Zum Beispiel mit einfachen farblichen Markierungen, die klare Strukturen schaffen und somit die Produktivität stärken. Die Steigerung der Produktivität gelang durch mehrere Faktoren. Zum einen durch die Reduzierung von Verschwendung. Das bedeutet, dass jeder Mitarbeiter heute klar eine Aufgabe hat, die er zu erfüllen hat. Das heißt, wir haben ein klares Rollenspiel, das uns aber nach wie vor eine hohe Flexibilität erlaubt. Nach dem Motto Lead to Lean, zu Deutsch führe zum Einfachen, entstehen in enger Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern nachhaltige Arbeits- und Managementsysteme. In der sogenannten Lernstadt werden all diese Veränderungsprozesse im Tagesgeschäft erprobt und in kleinen Schritten nach und nach optimiert. Michael Speth ist Segmentleiter im Escolab-Werk in Tuttlingen und von dem Projekt Lernstadt überzeugt. Früher war es so, der Mitarbeiter, wenn er seinen Auftrag fertig hatte, hat er den Auftrag genommen und hat ihn an die nächste Stelle gebracht. Das kann sein, er musste hier 150 Meter weit nach vorne laufen, hat den Auftrag abgestellt und ist dann wieder zurückgelaufen. Das sind Minuten, wo hier verloren gehen. Wenn man das hochrechnet, dann kommen irgendwann Stunden raus. Die genannten Spielregeln legen die wechselnden Rollen der Werker fest. Durch den Logistiker erreicht ein Auftrag sein entsprechendes Segment. Im folgenden Beispiel das Segment für Knieimplantate. Der externe Rüster nimmt sich dem Auftrag an, ordnet ihm eine Maschine zu und bereitet das notwendige Werkzeug vor. Wenn alles erledigt ist, übergibt der externe Rüster den Auftrag an den internen Rüster, indem er ihn entsprechend der Auftragsnummer an der hierfür vorgesehenen Markierung bereitstellt. Übergabe erfolgreich. Der interne Rüster hat jetzt alle Informationen und Materialien, um die Maschine zu rüsten. Als erstes legt er dafür das Werkzeug in die Maschine ein. Dann wird die Maschine programmiert, bestückt und schließlich gestartet. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Sieht zwar nicht so aus, aber das ersetzt nachher den Meniskus im menschlichen Körper. Um alle laufenden Produktionsprozesse ständig unter Kontrolle zu halten, kommen Vertreter aller Segmente täglich zu einem Meeting im sogenannten Auftragszentrum zusammen. Wir haben früher die Situation gehabt, dass in unterschiedlichen Segmenten immer ein Disponent dabei war, weil die Systeme in sich autonom funktionierten. Wir haben alle Disponenten genommen, die zusammen in den Raum gesetzt. Wir haben alle Arbeitsvorbereiter auch in diesen Raum gesetzt. Und wir haben einen Leiter des Auftragszentrums dazu gesetzt, der nicht einzelne Segmente ausgesteuert hat, sondern die Fabrik als Ganzes. Die Ergebnisse des Projekts Lernstadt können sich sehen lassen. Das Unternehmen konnte seine Durchlaufzeiten seit dem Projektstart um 30% reduzieren. Der Umlaufbestand der Anfertigungsaufträge in der Produktion wurde ebenfalls um 30% reduziert. Das bedeutet, obwohl die Artikelvielfalt und damit auch der Rüstanteil stark zugenommen hat, konnte eine Produktivitätssteigerung erreicht werden. Eine Bilanz, die den Veränderungsprozessen Recht gibt und für eine konstruktive Zusammenarbeit des Unternehmens mit Dr. Schönheit und Partner Consulting spricht. Seit 1995, wo wir messen das gerne in Stückkosten, wo wir diese Stückkosten eben festgelegt haben mit 100%, sind wir eigentlich fast jedes Jahr gefallen. Eben in der Größenordnung von 2-3%.
den größten Sprung nach unten in der Größenordnung von fast 5% haben wir im letzten Jahr gemacht. Also nachdem eigentlich die Maßnahmen abgeschlossen waren und das System im eingeschwungenen Zustand war. Und ich glaube, das zeigt schon sehr deutlich, dass wir hier einfach den größten Sprung gemacht haben mit diesem Ansatz. Alle Ressourcen, Mensch, Maschine, Material und Information möglichst ausgewogen gestalten. Ein Vorsatz, dem das Unternehmen Escolab dank nachhaltiger Veränderungsprozesse heute gerecht wird.